Herr Präsident, meine Damen und Herren, damit es ganz von Anfang an klar ist, jede Polizistin, die im Dienst verletzt wird, jeder Polizist, der im Dienst verletzt wird, ist einer zu viel. Wir sind diesen Menschen größten Respekt schuldig. Und Herr Golland, wenn Sie jetzt auf die Idee gekommen sind, mit Polizei auf Streife zu gehen, ich habe das vor einigen Jahren auch schon gemacht. Ich habe auch tatsächlich die Situation erlebt. Es war in Düsseldorf in der Altstadtwache zu Karneval. Das sind tatsächlich Situationen, wo die uns größten Respekt für die Menschen, die da für uns auf die Straße gehen, abverlangen. Aber meine Damen und Herren von der CDU, Respekt, der drückt sich doch nicht in Scheinlösungen aus. Der drückt sich doch im Gegenteil nur dann aus, wer die Zahlen, die uns alle getroffen haben, wirklich ernst nimmt. Der kommt nicht mit so einer halbgaren Geschichte wie dieser heutigen Aktuellen Stunde. Die Substanzlosigkeit von Herrn Kruse und Herrn Golland, die wurde ja eigentlich nur noch von Herrn Lübcke überboten. Dieses überhaupt keine Lösung, aber ganz viel Empörung, das hatte schon fast lindnersche Dimensionen. Und dass Sie jetzt damit in Tasern um die Ecke gekommen sind, eine Law-and-Order-Forderung, die nicht mal mehr Herr Golland sich traut, hier zu erheben, das finde ich schon bemerkenswert, lieber Kollege Lübcke. Echte Maßnahmen, meine Damen und Herren, die gibt es von uns. Ich sage Ihnen gerne, die wichtigste Maßnahme, die wir in den letzten Jahren unternommen haben, damit Polizei in unserem Land gut arbeiten kann. Wir haben doppelt so viele Polizistinnen und Polizisten eingestellt in den ersten 5 Jahren unserer Regierungszeit, als Sie das hinbekommen haben zwischen 2005 und 2010. Dass NRW in diesem Jahrgang 1920 Kommissarsanwärter eingestellt hat, das ist ein rot-grüner Erfolg, von dem die Polizei unter Schwarz-Gelb nur hätte träumen können. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wer den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten wirklich helfen will, der kommt eben nicht mit sowas um die Ecke wie die CDU, immer wieder mit ihren Strafrechtsverschärfungen. In den 6 Jahren, die ich jetzt in diesem Parlament arbeiten darf, sind Sie damit uns schon 3-mal gekommen. Sie haben den gleichen Antrag 3-mal gestellt. Damit locken Sie doch niemanden mehr hinterm Ofen vor. Und auch da fand ich es bemerkenswert, wie sich die FDP hier positioniert hat. Sie haben das eigentlich immer abgelehnt. Dann hat der Lübcke eben glühend dafür geredet, um dann am Ende wieder zu sagen, nee, ist doch irgendwie nicht so richtig. Entscheiden Sie sich doch einfach mal, was die Position der FDP in den wichtigen Fragen der inneren Sicherheit ist. Und meine Damen und Herren, zu den Bodycams, weil das ein Thema ist, das uns ja nun tatsächlich in den letzten Jahren intensiv beschäftigt hat. Auch da vom Herrn Lübcke nicht ein Satz zum Thema Datenschutz. Wo ist da die Rechtsstaatspartei FDP geblieben? Sie haben alle so getan, gerade die CDU, auch in den letzten Debatten immer wieder, Sie haben immer so getan, als sei das die ultimative Zauberformel. Was hier aber eben in der Runde angekündigt wurde durch die Redner der Koalitionsfraktion, das ist letzten Endes das Ergebnis genau der Abwägung, die wir immer angekündigt haben. Wir haben immer gesagt, wir schauen uns die Piloten aus den anderen Ländern an und dann fragen wir, wie groß ist der Grundrechtseingriff, wie groß ist der Gewinn für die Eigensicherung, ist das verhältnismäßig oder nicht? Und das ist eben die Abwägung, die man in einem Rechtsstaat treffen muss. Als dann der Kollege Holger Müller eben bei der Kollegin Schäfer dazwischen rief, was denn für ein Grundrecht, der fragte, da habe ich wirklich gedacht, das zeigt das Verhältnis zu unserer Verfassung, das die CDU in diesem Landtag noch hat. Jetzt haben wir uns die Versuche angeschaut. Jetzt wissen wir, die Versuche sind unterschiedlich gut gemacht gewesen, sind unterschiedlich geeignet, dass sie uns Klarheit über Sinn und Unsinn dieses Instruments bringen. Aber es gibt valide Erkenntnisse, dass sie tatsächlich zur Eigensicherung der Beamtinnen und Beamten beitragen können, einen Beitrag leisten können. Dafür haben wir die Erfahrungsberichte. Aber es ist eben nur ein Beitrag, den dieses Instrument leisten können. Darum werden wir die Grundlage für einen Modellversuch in Nordrhein-Westfalen schaffen. Meine Damen und Herren, wir werden mit diesem Modellversuch aber auch zeigen, dass es möglich ist, auch bei diesem Thema starke bürgerrechtliche Leitplanken einzuziehen, den Grundrechtsschutz zu gewährleisten. Wir werden ein hohes Maß an Datenschutz und Transparenz schaffen. Auch das ist für uns klar. Wir werden diesen Versuch unabhängig begleiten und auswerten lassen. Und das machen wir, weil es uns eben um wirksame Unterstützung für die Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten geht und nicht eben um ihre Alibi-Politik.
Und das ist es, meine Damen und Herren, das ist es, was uns unterscheidet. Für uns ist es ein Instrument unter vielen. Bei Ihnen ist das sofort wieder ein Heilsversprechen, die einfachste, immer auch die billigste Lösung. Und da unterscheiden wir uns tatsächlich. Herr Kollege. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, deshalb kann ich nur appellieren, hören Sie mit diesen ewigen Scheinlösungen auf. Sie helfen niemandem weiter, vor allem nicht den Polizistinnen und Polizisten, die täglich für uns auf der Straße unterwegs sind. Denen helfen Sie nicht mit Ihrer Scheinsicherheit. Denen kann man nur mit Respekt und echter Unterstützung entgegenbringen. Und die gibt es nur mit uns. Vielen Dank.